So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich habe hier ganz coole Leute gefunden, getroffen bei DayZ. Wir wollen jetzt mal so ein, zwei Folgen hier mal so ein bisschen durch die Wälder streifen. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, nur so die Namen halt hier, eure Spielernamen oder so. Wer ist der mit dem Sack über dem Kopf ist Keks. Der mit dem Baret war Fabian oder Shadow oder sonst irgendwas in die Richtung. Shadow, dann gab es den mit der Gasmaske. Maxim, der mit dem weißen Maxim, Helm. genau, der mit dem weißen Helm, dann der mit dem grünen Helm. Das ist ein Stahlhelm und das wäre der Basti oder auch die Samu. Ah, okay. Und dann der mit der Schapka, der aussieht wie ein Russe ist. Ja, das bin ich, der Jakob. Ich bin der Jakob, Packmaster. ja. Packmaster, der ständig rausfliegt. Oh, scheiße. Ja, und wir haben hier schon seit einer Dreiviertelstunde sind wir hier schon am Machen. Wir mussten uns ja erstmal alle treffen und dann gibt es hier immer wieder mal so kleinere Bugs und so. Und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt mal so ein bisschen Abenteuer erleben können, sozusagen. Hey, Abenteuer. Jo, Abenteuer. Also das nächste Ziel wäre die kleine Militärbasis südwestlich von hier. Ja, Ja. da können wir hingehen. Ja. Hooray, ich habe ein Desync von 4600. Oh, das geht ja noch. Und da, ja, wieder alles zurück. Ihr bewegt euch wieder. Wie schön. Ich bin wieder Na, da. ein Desync von 4000, das ist noch in Ordnung. Weißt du noch die Probleme, die ich und Kingsy mal hatten? Da hatten wir einen Desync von 1 Million. Oh. Ah, jetzt bin ich auch gerade nur bei 6000. Okay. Aber dann wo lang gehen wir? Also Jo, die Militärbasis. Militärbasis wäre im Südwesten. Maxim, du hast einen Nachladebug? Geht ihr schon los? Ja. Gut, ich sehe euch nämlich nicht. Versuch einfach zur Militärbasis zu kommen. Ja. Du bist ja von dort rausgekommen. Ja, ich weiß ja, wo sie ist. Jetzt müsstest du uns auch sehen. Nein, ich hab wieder einen Lag. Die ist da Du vorne bist im links kleinen von Wald. uns. Rechts von uns. Also für dich sind wir links. Izzy, machst du mal mit deinem Scope ein bisschen umgucken? Oder was siehst du in der Nähe? Jo. Da vorne ist schon das Militärding. Ja. Oh, da muss ich ja aufpassen. Ich glaube, ich muss ganz kurz AFK. Ich werde zwar ziemlich verlangt. So. Und wie du machen wir das? Bist wichtig. Welches Militärding rein? Na, erstmal scouten wir ein bisschen. Ja, wenn Maxim ja schnell auf K muss. Ich verstecke mich erstmal irgendwo, bis ich wieder eine Verbindung habe. Oh, Grillenzirpen, cool. Folgt am besten nicht dem Jakob, ne? Nee, ich bin Ufo hier ganz und Keks vorne. folgen dem Jakob, deswegen Ach, sage ich das wirklich? Da gerade. läuft Das bist ein Zombie rechts. Ach so? Ja, dann rennen wir hier lang. Oh, wo seid ihr denn alle? Das ist ein Zombie oder ein Spieler? Das ist Jakob. Das ist Jakob. Folgt nicht dem Zombie. Ihr rennt seit einer Stunde dem Zombie hinterher. So, tut mir leid für die Verzögerung, aber ich bin wieder da. Cool. Jo, wir laufen Jawohl. Mal Ja. vor. Ich bin da. Affe So, wo ziehen sind denn rein jetzt da. hier die feindlichen Spieler? Auf sie mit Gebrüll. Oh. Versteck mich mal hier vorne im Wald, auf dem Hügel. Ich bin bei der Scheune rechts von der Militärding. Wir sind gerade noch außen bei diesen tollen Panzer. Ist es jetzt diese große Basis? Nee, das ist nee, eine das ist kleine. eine kleine. Eine kleine, okay. Okay, ich wag mich jetzt rein. Hier ist ein Tor offen. Dann wollen wir uns noch kurz sammeln, oder? Ja, würde ich sagen, dass es sinnvoller wäre, wenn wir geschlossen Ja, reingehen. blas die Trompete. Bin schon drin. Ups. Ja, selbst schon, wenn ihr Die Birken stirbt. Sehen ja geil aus. Oh. Reset Squad. Bin bei den ersten Baracken ja, da sehe ich. Seh dich. Geh direkt mal rein, aber die Türen sind offen. Hier war Jakob vielleicht da schon drin. Nee, ich war nicht drin, ich bin vorbeigelaufen. So.
Hier ist ein Rucksack, ein Hunting Backpack. Vielleicht für Jakob? Nee, ich will meinen behalten. Okay. Hier ist noch ein Barrett. Will das jemand haben? Nö. Ein Neuseeland Barrett. Barrett bringt gar nichts. Sieht cool aus. Ja. Hier aber ist von Neuseeland ein will ich auch nicht. Salinbeck und Essen. Uhr. Erstmal kurz was. Ammo-Box, die nehme ich mir mal mit. Er isst einfach nicht, Herr Sack. Gibt's doch nicht. Wo ist es was? Ken? Wo seid ihr gerade drin? Ah, es ist komplett. Scheiße. Gefängnis. Dann ist okay. Gaszeug hier. Wer ist da gerade in der Baracke? Maxim, oder? Ich. Okay, gut. Ich hab dich nämlich nur durch die Fenster gesehen. Diese Dienst sind die auch versaut, auch, ja. Mann, ey. Junge, ess oben was. Sind Black Cargo Pants. Muss doch was essen, alles versaut. Werden die Lebensmittel schlecht? Mountain Backpack? Ja, Lebensmittel werden nach der Zeit schlecht. Ah, okay. Aber Dosen doch nicht, oder? Den Dosenöffner? Also nur Früchte eigentlich, die schlecht werden. Dosenöffner könnte ich gebrauchen. Ich hätte noch einen, der ist zwar ruiniert, aber es klappt trotzdem. Ja, der ist Sworn, hier oben. Okay, dann nimm lieber den. Und ein Salinen Backpack. Klamotten, coole Schuhe. Kommt zum Gefängnis. Völlig ruinierte Schuhe ja, wahrscheinlich. Und? Hier hinten, in der, durch den beiden Betten. Scheiße. Boah, ist hier viel Essen, angefangenes Essen, aber alles ruiniert. Du hast da hingetan? Zwischen den beiden Betten. Ich hab vielleicht gab's da eine Schießerei, wenn da so viel ruinierte Sachen sind. Oh, jemand hier ist eigentlich erledigt hat. Ufo, hier oben der Dosenöffner. Wo? Wo? Oben in dem Haus hier, wo ich eben war? Ja, Treppe hoch. Genau. Da bei dem, zwischen den Betten. Ah, hier ist auch ein Rucksack noch, ein großer. Oder? Ja, da wo jetzt gerade Fabi hin ist. Ja, ich mach schon Platz. Danke. Ja. So, und jetzt mach hier mal die Büchse auf, Alter. Ja, komm, hab die Verbindung verloren. Wieder weg. Er macht nur Inspekt. Ja, ich glaub, ich bin raus. Spaghetti. Ja, jetzt, schade, jetzt momentan keinen Sinn zu haben. Ja. Ist wieder so rumspinnt. Ja, ist auch blöd, wenn dann irgendwie deswegen abgeschossen wirst. Ja. Ja. Aber ich muss den wieder los ist. Den Dosenöffner muss ich nicht in die Hand nehmen, um die Büchse zu öffnen. Den, den nein, einfach auf über die Büchse draufziehen. Dann wird es auch wieder so orange loslassen und dann hast du da oben. Ach so. So, jetzt hat er so. Geht das mit den Sardellen auch? Ich weiß jetzt noch nicht. Und hier? Nee, mit den Sardellen geht das nicht. Ja, die brauchen ja auch keinen. Den Tuna? Ja. Kann man die mittlerweile auch ohne irgendwas öffnen? Könnte man schon immer ohne irgendwas öffnen. Echt? Ja. Okay, ich hab gedacht, dafür bräuchte man einen Schraubenzieher. Nö. Okay. Die haben noch so eine Lasche dran zum Aufmachen. Ja, ja. Braucht man einen Schraubenzieher für irgendwas? Was hast du denn hier noch? Na, für das gleiche, wofür du einen Dosenöffner gebrauchen kannst. Ansonsten nichts. Okay. So, da habe ich erstmal genug gegessen. Wo seid ihr alle? Unten vor dem Haus. Ich halte die Wache. Ich gucke in Richtung großes Airfield und gucke, ob uns jemand besuchen will. Hier ist ein Brecheisen. Kriegst du ganz drin? Ich wollte kurz noch hin. Ich liege hier ganz gut rum. Ich liege versteckt. Okay. Guckt euch drinnen ruhig um. Ja, wir sind ja eigentlich fertig. Frei. Ja, wir sind hier fertig dann. Okay. Die Frage ist, ja. Laufen wir jetzt zum großen Airfield oder laufen wir weiter nach Süden? Lass da Ufo entscheiden. Ob er jetzt sterben möchte oder nicht. Damit wir ein bisschen Action haben, eventuell vielleicht, lass uns doch zu dem großen Airfield gehen. Okay. Okay. Ja. Achso, wenn ich sterbe, verliere ich alles, wa? War doch so, wa? Ja. 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 Okay, ja, ist egal. Dabei, also. Bleib einfach hinter uns. Du hast jetzt genau. Glückreich eine Long-Range-Waffe. Das heißt, du kannst auf Reichweite bleiben. Ich bin der Depp, der reinlaufen muss. Genau. Ja. Ich bin ich komm dann. Ja, das ist. Ja, wir sehen dich doch. Wir kommen doch schon zu dir. Du bist nicht Karte. Gut versteckt. Kann man dich heimlich erkennen? Ja, mittlerweile nicht mehr. Er ist auch aufgestanden.
So, gerade davor. Du hast bei mir wieder den Nachlager da. Ja, bei mir auch. Maxim, Nachladebug. Jo, bin schon dabei. Jo. Mit diesen Bugs, das nervt ja, ey. Jo. Bist du nicht ein bisschen weiter rechts halten? Brauchen die ja ein Jahr, bis das Ding fertig ist. Hoffentlich erreicht es halt deutlich noch länger. Ja. Aber es wird noch lange Zeit vergehen, bis es komplett released wird, das Spiel. Weil ich hab letztens... Das soll bis Ende diesen Jahres noch im Alpha-Status bleiben. Und dann kommt erst die Beta, also das dauert noch ein bisschen, bis das fertig ist. Ich habe letztens so einen Arma 3 Mod gesehen, wo man irgendwie, keine Ahnung, da kannst du mit Auto rumfahren und alles mögliche. Klingt sehr nach altes Life. Ja, ja. Ja, genau das Ding. Und da, das ist ja im Prinzip nur ein Mod. Ein Mod wird doch meistens von der Community programmiert von jemandem, oder? Ja, ja. Ja. Und da war ja früher auch ein Mod. Das war weniger verbuggt als dieses Standalone hier, was von Programmierern gemacht wird, verstehe ich nicht. Ja, weil da haben sie ja keine neue, also nicht das Spiel gemacht. Mods sind oft einfacher als ganz neues Spiel. Ach so. Ach ja, ja, stimmt. Setzt ja, ja nur okay, auf das fertige Spiel drauf auf. Ja, Mod, ja. Ein Standalone ist halt komplett eigen. Ah ja, klar. Also wenn du hast ein fertiges Spiel ohne Bugs, dann kannst du halt einen schicken Mod draufsetzen und das ist halt trotzdem schick sozusagen. Ja, und meistens, wenn, ja. Ja, und das hier müssen, haben sie im Prinzip, es basiert ja auch irgendwie ein bisschen auf Arma 2, ja, oder? Ja, DayZ hat eine Mod. Ursprünglich als Mod angefangen für Arma 2. Ja. Oh, ja, ich glaube, DayZ hat Arma 2.5 im Endeffekt. Ja, ich glaube, es hat eine weiterentwickelte Engine von Take on Helicopters. Ja. Die haben die genommen und die noch weiterentwickelt. Ah, was ich mir heute kaufen muss. Genau. Leute, hier, wenn ihr das Video gerade seht, kauft euch dieses, wie heißt es nochmal? Take on Helicopters. Take on Helicopters, Leute. 1,99, so teuer wie eine Tüte Erdnüsse. Greift zu. Ja, das ist super. Wenn das Angebot vorbei ist, kostet es wieder einen Zehner oder so, wa? Jo. Macht nur sehr viel Spaß. Also das kaufe ich mir auf jeden Fall heute. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ich war mir nicht so sicher. Ja, ein Joystick sollte man, glaube ich, viel schon haben. Ein Controller habe Leute, ja, wir entfernen uns ein bisschen zu weit auseinander. Oh, wir warten dann hier vorne. Ich bin jetzt hier instinktiv immer an dem Mann mit dem orangen Rucksack dran. Ja, ja. Da unten ist eine Scheune, wollt ihr da mal reingucken? Ja, Scheune. Vielleicht sind ja welche drin, die wir umbringen können. Es ist gut möglich in dem Gebiet hier. Aber wir wahrscheinlich... müssen aber aufpassen. Cool wäre, wenn wir jetzt so eine Gruppe treffen von, sagen wir mal, drei Leuten, die sich mit uns anlegen wollen. Wir sind ja friendly, also war ich das? Sehe wir sind ja friendly. Keinen in der Scheune. Kann da recht gut reingucken gerade. Okay, bei mir sitzt gerade einfach dein Visier verschwunden. Also geh mal hin. Ich finde das Long Range Scope toll. Mit so die beste Situation, die wir in DayZ hatten, war eigentlich auch mal mit. Ich glaube, das waren drei Leute, oder? An der Schule. Da waren wir in der Stadt, sind drei Leuten, bin ich drei Leuten über den Weg gelaufen und habe erstmal gesagt, dass ich halt friendly bin. Ach, da war so die. Wo du unsere Inkognito-Geisel warst. Dann haben die mich als Geisel genommen, halt mit Handschellen und allem. Aber halt die anderen hier aus der Gruppe saßen halt in den Häusern drumherum. Und hatten halt Schussfeld. Ich habe aber die ganze Zeit so einen drauf gemacht, dass ich nicht wüsste, dass die da sind. Und dann haben die halt. Einen nach dem anderen haben wir die halt erschossen und ich hing immer die ganze Zeit da und hab die ganze Zeit nur gesagt, dass ich nichts mit denen zu tun hätte und Hilfe bräuchte und die auch auf mich schießen würden. So. Cool, wir haben es aber auch verdient, gestorben. Die Säcke. Wenn die dich als Geisel nehmen, ich haben sie es verdient. Rein. Die hätten mich auch einfach schießen können, also ich habe eigentlich noch Glück gehabt. Naja, die wollten halt mit dir spielen. Ja. Ja. Naja, wenigstens machen sie was gegen die Leute, die halt die ganze Zeit, sobald was passiert, sich ausloggen. Das ist echt ganz schlimm. Oh mein Gott, da ist jemand mit einer Waffe, ich lock mich aus. Ja. Ist das schon so eine Sperre? Haben sie schon eine Sperre eingebaut? Na, du setzt dich jetzt für 30 Sekunden erstmal hin, bevor du wirklich ausgelockt bist. Ach so. Ah, okay, deswegen wart ihr eben noch da, als ihr schon gesagt habt, ihr raust. Okay. Hier oben ist bloß ein Hammer. Und unten ist eine Mütze. Ein Radar-Cap. Guck mal da mal Radar, ey. Brauch ich mal eine
Eine Pipsi? Heißt das Pipsi? Ja, das heißt Pipsi. Sieht überhaupt nicht aus wie eine Pepsi. Pipsi, Pipi. Ja, es ist eine Pipsi. Sieht aus wie eine Pepsi, nur mit einem tschechischen Logo. Würde ich sagen, weiter geht's. Jo. Kann jetzt wieder die richtige Waffe aufwählen. Die Russen haben ganz schön, die müssen gute Programmierer haben, wa? Bei vielen Spielen, die kommen jetzt neuerdings von Russen oder da hängen Russen mit drin. Das kommt nicht von Russen, das kommt von Tschechen. Das macht einen Unterschied. Aber ja. DayZ Standalone kommt von Tschechen? Ja, das kommt aus Tschechen. Genauso wie zum Beispiel The Witcher. The Witcher? The Witcher ist ein polnisches Spiel, polnisches. Ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist von Russen, weil ja wegen dem Tscherno, so wie Tschernobyl. Und dann die das russischen ist auch, Buchstaben und so. Ein Stück aus Tschechien. Okay. Gut, dann habe ich mich ja völlig gehört. Tschechien kein Meer ist, sondern ein Fluss. Über diesen, da bin ich schon mal rübergeschwommen. Da war ein komisches Wrack und dann war auf der anderen Seite eine Insel, da war aber nichts weiter. Ja, die Inseln sind noch ein bisschen sinnlos, sag ich mal. Ja. Früher, also in der Mod war auf der großen Insel war ein Helikopter. Soll auf dem Test übergeschmissen worden. Okay, den man zusammenbauen konnte dort. Mhm. Also links von uns ist das stimmt, bei der Mod konnte man noch mit einem Helikopter fliegen und Fahrzeuge kommen fahren. Auch noch in die Standalone irgendwann rein. Ja, das soll noch in der Alpha kommen. Also Alpha-Status ist ja meistens Content, Beta ist dann Fixes und Gamma ist dann Final. Mhm. So, kann ich dann. Moment, der ist ja eigentlich theoretisch unendlich, was? Ich bin fast da. Kann ich dann theoretisch, wenn jemand mit dem Jeep langfährt, seine Reifen zerschießen und dann überschlägt er sich dreimal? Das. Ja, mit dem Überschlagen nicht. Aber die Reifen gehen kaputt. Ja. Dafür ist halt ihre Physics-Engine nicht gut genug, damit sowas. Und sie wollen halt auch nicht, dass sowas passiert, wahrscheinlich. Für alle hier? Ja, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Einfach der Mauer langlaufen, irgendwie. Nach etwas nach rechts. Nach rechts? Ja. Ah, da. Dann auf den immer noch nicht, hä? Ah, da. Muss ich jetzt vorsichtig sein? Ja, wa? Ja, ja. Jetzt auch direkt, wenn man jemanden sieht, den erkennt man nicht, direkt Bescheid sagen. Sag das direkt ansprechen. Test, okay. Das hätte ich nicht unbedingt gemacht. Die Leute um uns herum hören. Ach, oh, scheiße, jetzt haben sie es gehört, Mist. Naja, jetzt wissen sie, wie da sind. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin neu hier. So, jetzt denken sie, dass hier ein einzelner Neuer ist. Rein in die zweite, dann direkt rein. Ach, hier rennt er schon rein, ey. Ja, okay, ich brauche noch wie so eine Lusche. Los, steh doch mal auf, du. Los, steh auf. Lass mal alle jetzt hier zu der Baracke so in die Nähe. Jetzt aufstehen. Okay. Da wollen wir jetzt, haben wir jetzt das große Gebäude da vorne. Ja, warte, ich wollte erst mal zum Hangar gucken. Loot. Wo ist Ufo? Ah, da. Hier. Komm mal ein bisschen Hangar hier rein. Hangar ist ja. Also, niemand zu sehen. Ich müsste mal kurz trinken. Bin nicht mehr hydrated. Jo, meine lieben Freunde, und wie es weitergeht, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ja, aber unser Abenteuer hier. Ja, dann trinke ich aber auch schnell. Jo. Danke fürs Zuschauen und freut euch auf die nächste Folge. Tschüss.